Und damit herzlich willkommen zurück zu Ark. Zusammen mit Alex und Vivi. Hallo. Wir wollen den Eistitan machen. Ja, und dafür müssen wir in die Eishülle. Ich weiß allerdings nicht. Links von der Eiskuppel ist eine Höhle und rechts davon ist eine. Aber ich weiß nicht, welche davon die richtige Ich ist. bin gerade am linken Punkt. Ja. Hier Ich hoffe rechts nur ist nicht, auch eine. dass sie das so fies gemacht haben, dass sie sich sagen, hey, an einer Höhlenseite ist das Artefakt, auf der anderen ist das Beschwörerdingens. Oh, das wäre mies. Ich kann mal kurz, ganz kurz mal gucken. Auf der linken Seite, ich habe gerade geguckt. Ja. Yep. Man findet das dort. Ist nicht auf der rechten Seite. Schon am Eingang und clear schon die ersten Dinos raus. Mach das. Da muss ich erstmal mein Giga gleich spawnen. Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Zur Eiskuppel und dann immer links da entlang. Bin ich ja. Ich bin froh, dass du deinen Giga mitnimmst, weil die sind echt, halten echt was aus. Ja, die Höhen sind groß genug, also von daher. Ich bin mit einem Mana drin. Aber da ist auch das Terminal dafür, für den Eistitan. Von daher. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass das jetzt passiert. Okay, da ist ein Mana jetzt draußen, alles klar. Ein wildes Mana. Mana. Papi, bibi. Mana. Da ist doch ein. LOL! Alter, die Manas springen gerade raus. Hör doch auf. Sind hier zwei Manas draußen. Was? Ja. Vivi? Du hast gerade total abgekackt. Ah, doch, ich hab's gefunden. Agent Jarvis ist so langsam. Warte dich doch zu mir. Er ist so langsam. Nächstes Mal gehe ich mit meinem Mana wieder los. Bin ich einfach schneller. Und Absturz. Njoo. Naja. Sehr langsamer Absturz. Bist du hier hingelaufen? Mit dem Velo? Nö, ich bin mit dem Ich Mana meine, hingelaufen. Vivi. Nein, ich war mit der Eule Der sieht unterwegs. geil. Der Velo sieht geil aus. Ja, Ist das ne? der Giga? Ich glaube schon. Passend zu meiner Rüstung. So, hallo. Nein. Ich würde Aber. davor ausgehen und die ganzen bösen Pullover töten. Ja, es ist nur das Problem, dass die. Oh Gott, ich muss erst mal wieder was einstellen. T. Nee, Quatsch. Nicht T. T-Menü. Hallo, mach das T-Menü. Dankeschön. Bei mir schweben die alle in der Luft. Verhalten. Nee, nicht Verhalten. Ernteeinstellungen, bitte deaktiviere den Abbau von Rohstoffen und. Schweben die bei euch auch in der Luft? Bei mir schwebt gar Nö. nichts in der Luft. Oh Gott, die kommen nicht raus, bis sie. Oh toll, er macht meine Rüstung kaputt gerade. Das eine Vieh macht meine ganze Rüstung kaputt. Ja, am besten lauft ihr vor und ich greife einfach von hinten einfach immer wieder an. Natürlich, weil das Vieh auf passiv geschalten wurde von euch. Ich hab nichts gemacht. Wow, der hat fast meine ganze Rüstung auf einmal zerstört. Heilige Scheiße. Oh, ich hab Level abbekommen. Mehr Resistenz bitte, Dankeschön. Ne, ihr müsst vorgehen, ich kann von hinten angreifen. Level up. Nix da rumheulen. Hui. Ich bin Level up, der jetzt hat. Wir? Hallo? Okay. Wie langsam ihr seid. Ja, Mann. Geschützmodus. Ich schieße auf jedes bisschen Boden. Nicht, dass dein Pullover drin. Gamma-Einstellung, Mann. Ich müsste doch mal Gamma wieder noch mal höher stellen. Gamma 3. Gamma 4. Ist heller. Angenehmer.
wollt ihr denn? Oh. Achtung, Vivi von der Seite. Alles gut. Ich hab gerne geholfen. Lobe. Danke dir. Seht doch, dass da ein Loch ist. Oder ist es keins? Nö. So ein Stein, doch. Der. Natürlich ist da einer! Sag ich doch. Okay, jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Auf Hügelchen. Die nicht schneebedeckt sind. Ah, hier ist wieder einer. Müsst nur nah genug kommen. Und links von mir sind auch welche. Na komm, spawn. Komm aber auch rausgeschossen, ey. Ja. Ja, der wollte mich haben. Ja, ich hab ihn auch direkt aufgeknallt. Davon ist noch. Ja. Ja. Man muss nah genug ran, sonst spawnen die nicht. Ja. Draufschießen bringt auch nichts. Nee, aber ich schieß schon mal während ich. Du schießt auf den Stein. Achso. Stein sah für mich halt ein bisschen raus. Warte wieder ein bisschen, dass ich mich wieder bewegen kann. Schrei mal. Ja, den hast du schon mal angelockt damit. Gibt es hier, hier gibt es sogar einen leichten Echo. Es müsste noch stärker sein, sonst. Mehr Resistenz bitte. Danke. Da sind wir zwei. Lieben. Komm so nicht raus, ist unfair. Der ist schon tot. Weil ich habe irgendeinen Schadenzahl gemacht unter dem Boden, wo kein Vieh war. Nope. Alter. Der denkt sich auch so, nee. Ihr wisst, dass ich da bin. Und dann, wenn ihr denkt, ich bin doch nicht da, dann. Wusch. Mistviecher. Meinst du immer noch, dass die Trodans die schlimmsten sind, Vivi? Ja. Rechts von dir Trodans ist noch ein Pullover. Immer noch schlimmer. Kann ich wenigstens nicht auf den Dino treffen. Rechts von dir, da, genau. Getötet. Wo er das Eier legte. Nope. Kackvieh. Da haben wir den Dino gestunt. Okay, noch ein Level, dann bin ich 130. Yay. Ich habe 155, nicht war es das Maximale. Weißt du, theoretisch müsste man einfach nur so schnell wie möglich rennen, weil deren Sprungangriff man nur dodgen muss, dann stunnen sie auch keinen mehr. Ja, Sprungangriff machen sie nur, wenn sie im Loch sind. Da sind wieder zwei Stück da vorne. Müsste aber näher ran. Nope. Ich hab ihn getötet bevor, ja. Nope. Und das warst du jetzt. Aber ich muss mal, ich brauche Ausdauer für meinen Giga. Nein. Alter, wie geil sieht das hier gerade aus. Die Villonas sind aber auch echt super. Ja, rechts von uns sehe ich schon die Nähe der Beschwörerplattform.
Mit den Eistitanen könnten wir mit denen Ilonas oben machen. Nee, können wir nicht. Weil? Warum? Weil der einfriert. Und ich glaube, nur die größten Dinos sind dagegen immun. Festfrieren, komplett wie die Schneeeule. Kannst nichts mehr machen. Aber es betrifft nur den Dino, wenn du gemountet bist. Ah, komm, wirklich. Da hinten. Ah, ich glaube, ich bin tot. Komm nicht schnell genug hin. Ja, ich bin tot. Ja, weil die plötzlich aus allen Richtungen wieder kommen. Plötzlich, du hast doch die Hügel gesehen, warum bist du nicht dran rumgelaufen? Ich habe sie nicht gesehen, sonst wäre ich drum rumgelaufen. Sag Bescheid, wenn ich dich porten kann. Jetzt kannst du mich porten. Bitteschön. Ich habe ihn beschützt wie eine Mutter. Oh lol, unsere beiden Velonas sind sogar Männchen und Weibchen. Ich kann auch einfach durch die Höhle laufen und bis zum Ende und euch dann hin teleportieren. Jo, ich renn jetzt auch mal so schnell wie möglich. Würde die Dinger mich nur anspringen. Genau, jetzt springen sie schon daneben, siehst du? Das dachte ich mir schon, dass das jetzt passiert. Musst du den Sprung ausweichen. Ich lauf mal hier oben lang. Dort unten. Ah, wow. Sie mich trotzdem erwischt. Ich hab's aber auch runtergezogen, ne? Sieht echt geil hier drin aus. Die Dinos werden sogar gestunt. Das heißt, ich frag mich ja, warum ihr nicht mit Gigas hier reingeht. Weil ich da nicht gedacht habe. War schon zu spät. Weil ich mein Velo lieber mag. Ja, das auch. Ja, ich hab's gefunden. Ist klein, wendig. Ist sogar Sarko drin gewesen im Wasser. Kairuku, was ist denn zu ficken Kairuku? Kaprosuchus. Oh. Die sind böse. Schrecklich, die Viecher. Schlimmer wie die Kolokuas. Damit. Alter, sieht das Artefakt geil aus. Holy shit. Ja, wie gesagt, ich brauch's wieder doppelt. Holy moly. Da! Schubst mich doch nicht runter! Nein, ich will nicht runter! Nein! Hallo! Okay, kannst du mich teleportieren, Hiski? Ja. Kannst du dich auch zu mir teleportieren, weil hier nämlich dein Velo ist. Ich weiß. Ah, jetzt muss ich natürlich im Wasser spawnen. Doch, komm gleich dahin. Das Artefakt ist. Ich warte mal jetzt auf euch. Warte nur auf dich? Ja, sorry, dass ich was versucht habe einzustehlen. Ich hab's gesehen. Nicht geklappt. Da kam irgendein englischer Text. Hat nicht geklappt, was ich wollte. Ich könnte auch an Land gehen. Ups, also eine Jacke wie Hose. Weil es führt zum selben Ort. Vorne ist einer. Ich hab Deutsch. Oh nein. Ich hab keine Tech-Rüstung mehr. Ich hab dich gerne beschützt. Ich wollte gerade fliehen, aber so Arsch halt, ich hab keine Tech-Rüstung daher. Ich sollte jetzt einfach abwarten. Dann lauf doch einfach, ich kann dich doch beschützen, auch von hinten. Mein Level abgemacht.
Und Vivi, immer nur geradeaus. Genau. Wo muss ich lang? Nein, Spaß. Du musst die zwei, zweimal nach rechts und dann dreimal und viermal nach links und dann wieder zweimal nach rechts und dann immer geradeaus. Ach, da lang muss ich. Hm. Gut zu wissen. So, von rechts her absteigen, ne? Ja, Alex macht jetzt nackig den Boss. Oh yeah. Viel Erfolg. Danke. Der Schwupp tot erfroren. Keine Zeit eigentlich, eine Zeit, wo es noch dauert. Weil du ja nicht in die Boss-Arena gespawnt wirst. Ah, ja, blind, ah. Wow. Direkt in Wolf. Velo. So, ah. Ach, da ist er. Wo ist er? Ach, da ist er. Ey, das ist ja geil. Ist mega geil. Boah, der Schaden. Wie viel Leben hat er? Ich sehe seinen Lebensbalken nicht mehr, ein Problem. Er hat schon die Hälfte verloren fast. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt nicht mehr. Ich meine, ihr macht immer 15.000, ne? Pro Angriff. Ah, jetzt ist er bei der Hälfte. Da. Ich hole schon mal einen Schaber raus. Ja, mein Bildschirm ist eingefroren. Ich kann aber noch angreifen. Er ist gleich tot. Stirb. Danke. Ich glaube, du hast ihn gerade geerntet. Nein. Wah. Das war ungünstig. Wow. Ah. Lol, also der droppt die gleich direkt fertige Tech-Rüstung. Es tut mir leid. Etwas ist sogar der hat sogar eine fertige Railgun gedroppt. Gab's sowas für ein Hisky? Ah. Bauplan MDSM. Sogar fast eine ganze Tech-Rüstung gedroppt hat er. Sehr interessant. Ich hiete dir einfach die Haut, ist in Ordnung. Theoretisch hätten wir den ja bekommen. Ich weiß noch nicht mal, wann ich cheate. Moment. Alex. Einfach nochmal gespawnt. Und dann. Ah, jetzt kriegt man auch die Eintragung. Ah. Okay, danke. Hab ihn. Darf ich nochmal fressen? 10.000. Nein. Ich will mal gucken, was er drin hat. Hast du auch in dem Beutel vorhin sehen können? Ja, dann friss. Moment, Endeinstellungen. Om nom 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 nom. Hier, ist die Tüte. Gut, dann war's das mit dem Eistitan. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, das war ein Like da. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir denn den. Ich glaube mal, wenn wir die Titan zähmen. Und dann, wenn wir den Endboss machen, den King Titan. Bis dahin. Shirio. Genau. So, würde ich mal sagen, ab nach Hause.